Rund 700 Praktikantinnen und Praktikanten arbeiten Jahr für Jahr in Österreichs Redaktionen. Als Verpflichtung im Rahmen ihrer Ausbildung, aus Idealismus, in der Hoffnung auf Berufseinstieg. Im Auftrag der Journalistengewerkschaft in der GPA DJP wurden erstmals Tätigkeitsfelder, Arbeitsbelastung und Entlohnungen von journalistischen Praktikantinnen umfassend erhoben. Die Studie Kuli, Taschengeld, Händedruck und Tschüss zeigt die Stolpersteine der nächsten Journalistengeneration auf dem Weg in den Beruf. Im Rahmen der Kampagne Stand Up for Journalism wurden die Studienergebnisse im Wiener Presseclub Concordia vorgestellt. Bei der Studienpräsentation wurde diskutiert, was der vermehrte Einsatz von Praktikanten für den Redaktionsalltag bedeutet und welcher Regelungsbedarf für die praktische Ausbildung von Journalistinnen besteht. Fakt ist, dass wir einen Trend haben in die Richtung, dass man sagt, es wäre gut, wenn man im Rahmen der Ausbildung auch Praxis sich erwirbt oder wenn die Ausbildung auch mit der Praxis etwas zu tun hat und vielfach darauf vergisst, dass diese Ausbildung in der Praxis auch Spielregeln braucht. Wir haben die klassische Praxisausbildung, das ist die Lehre im dualen Berufsausbildungssystem. Und ich glaube, was uns gelingen muss, ist, dass dieses Prinzip, dass Ausbildung, auch praktische Ausbildung, nachvollziehbare Spielregeln braucht, dass man das Prinzip auch entsprechend verankert. Und ich glaube, da ist für alle, die sich da engagieren wollen, ein breites Betätigungsfeld. Die Journalistengewerkschaft in der GPA DJP berät Praktikantinnen in Medienunternehmen und unterstützt sie bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Für die Praktikantinnen und Praktikanten wollen wir erreichen, dass sie unter vernünftigen Bedingungen beschäftigt werden, dass sie keine kostenlosen Praktika machen müssen, dass vor allem das Ziel ihres Praktikums erreicht wird, nämlich Ausbildung, und dass sie nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Die Studie Kuli, Taschengeld, Händedruck und Tschüss zum Downloaden und Ausdrucken auf www.journalistengewerkschaft.at.